Heute Thema Bremsenreiniger. Nee, Bremsenreiniger gehört dazu. Heute Thema Sauberkeit am Motorbau. Ja, hier mal als Beispiel ein 1,8T-Block. Der Block ist neu. Die meisten Blöcke, wenn die ja gebraucht sind, sehen die ja nicht so aus. Ich denke mal, bei euch ja auch nicht. Was ich euch aber zeigen möchte, ist der Ölkanal. Das ist ganz wichtig. Der Ölzulaufkanal. Der Hauptölkanal zur Schmierung, der Kurbelwelle. Und der verteilt die sich dann später an die Pleuel und so weiter und so fort. Und deswegen ist es ganz wichtig, diesen Kanal immer sauber zu machen. Ihr seht ja hier, da war der Stopfen drin, dieser Stopfen, die heißen Froststopfen im Fachjargon, sind auch Billigteile aus Stahl. Die werden da im Werk eingeschlagen. Man sieht auch so ein bisschen Reste noch von grünem Loctite. Den haben wir hier entfernt, auf der anderen Seite auch. Ich mache den immer mit so einem gammeligen Schraubendreher hier, so ein altes Teil. Nehme ich halt einen Hammer, schlage da einfach ein Loch rein, einen Schlitz in den alten Stopfen und popel den da so raus. Und das halt auf beiden Seiten. So, und dann nehmt euch einfach mal die Zeit, nehmt eine Taschenlampe, so wie der Fatih jetzt auch, und leuchtet einfach mal da rein. Und dann guckt ihr auf der anderen Seite raus. So. Und ihr werdet da mit Sicherheit kleinen Dreck finden und die müssen raus. Weil, wenn die nicht rauskommen, dann könntet ihr euch halt einen Motorschaden vorprogrammieren. Das heißt, wir haben ja Ölspritzdüsen. Hier ist ja zum Beispiel der Kanal. Da sind ja auch dann die Gewinde gebohrt für die Ölspritzdüsen. Das heißt, in dem Kanal sitzen die vier Ölspritzdüsen. Plus, wir kommen auch weiter aus diesem Kanal hier. Da kommen wir raus zur Schmierung der Kurbelwelle. Hauptlager, Pleuellager. So, ist ja logisch, wenn da jetzt irgendwo Dreck drin ist in diesem Kanal, wo auch immer der herkommt, ja, wenn der sich löst durch heiße Temperaturen oder durch neues Öl oder was auch immer, und der zersetzt uns zum Beispiel oder setzt uns die Ölspritzdüse zu oder nur eine oder alle oder macht die Hauptlager, Pleuellager kaputt, Motorschaden. Ölspritzdüse, wenn die zu ist, da ist ein kleines Regeldruckregelventil, eine Kugel drin. Wenn die sich dann auch damit zusetzt, wird vielleicht ein Kolben nicht richtig mit Öl versorgt, wird nicht gekühlt. Was passiert? Kolbenfresser, Kolben kaputt. So, und dann ist nachher das Geschrei groß, ja, scheiß Viseco, scheiß JE oder was weiß ich was. Ja, dabei ist das gar nicht, der Kolben kann gar nichts dafür. Ja. Es wurde einfach nicht sauber gearbeitet. Und das ist das Problem. Und es gibt, Fatih sagt immer, ihr habt nur den einen Motor, ihr investiert viel Kohle da rein, ja, aber ihr könnt 1000 Sachen falsch machen. Also achtet darauf, dass ihr sowas sauber macht, dass ihr alle Löcher und alle Sacklöcher mit Bremsenreiniger, mit Flaschenbürsten sauber macht und erst dann montiert. Gut, so viel dazu. Jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz hier, womit ihr den Block auch sauber machen könnt. Wir benutzen immer so eine Riesenflaschenbürste, hier so ein Teil. Ne? Das ist natürlich ein Riesenbello. Haben wir uns überlegt, das ist natürlich relativ teuer und den können wir euch auch nicht gut schicken. Deswegen war die Idee, wir haben dieses Flaschenbürster-Set hier, so ein Universal-Set, da habt ihr verschiedene Flaschenbürsten. Ich würde in den Kanal Bremsenreiniger reinsprühen, mit viel Druckluft, später durch. Und so eine Flaschenbürste nehmen, die ist halt zu kurz, aber ihr könnt die ja auf der anderen Seite, macht ihr einfach eine Schnur oder eine Kordel und zieht das ganze Teil durch den Kanal einfach durch. Ja? Und damit entfernt ihr das, den Dreck und die ganzen Sputzpartikel. Ja? Und auch hier diese ganzen Ölkanäle, da kann man alles wunderbar damit sauber machen. Später schön mit Druckluft abpusten und fertig. Dann ist das sauber. Um diese Froststopfen zu montieren, ich zeige euch das mal kurz hier. Da haben wir so ein Werkzeug gemacht, guck mal, sowas hier, extra so einen abgedrehten Stahl, hier vorne auch mit der richtigen Tiefe, damit man weiß, wie tief der rein soll. Der muss natürlich gerade sitzen. Wir benutzen dann einfach grünes Loctite hier, das haben wir auch in der Pumpflasche, das ist ganz praktisch. Drumherum ein bisschen in der Bohrung verteilen. Ich benutze auch vorher und nachher fürs Loctite auch mal hier Q-Tips. Ja? Könnt ihr mit dem Q-Tip ein bisschen Bremsenreiniger drauf sprühen, so zack zack und dann ab in das Loch. Und dann so schön drumherum das sauber machen. So, und obwohl der Block ja hier neu ist, seht ihr schon mal, was da für ein Schmodder dran ist. Ne? Und das muss trocken sein und sauber sein, damit das Loctite ja auch funktioniert und auch hält. Weil wenn der Stopfen wieder rausfliegt, dann habt ihr hier Ölleckage. Ne? Das wäre nicht so günstig. So, und diese Stopfen, ich habe euch das mal hier aufgemalt. Das Blaue hier ist der Stopfen. Hier ist unser Stopfen, der sitzt dann da drin in der Bohrung. Das ist unsere Ölbohrung, das ist der Block. So muss das da sitzen. Das wird mit dem Werkzeug einfach gewährleistet, dass der genau gerade drin sitzt und auch in der richtigen Tiefe ist. Aber ihr müsst aufpassen, es gibt auch Motoren, da sieht das so aus, beim ER888, gucken wir uns gleich nochmal an, die haben hier zum Beispiel noch eine Ölbohrung. Das heißt, ihr müsst aufpassen,
dass ihr den nicht zu tief setzt. Weil wenn ihr den zu tief setzt, macht ihr eventuell hier die Bohrung zu und dann habt ihr Probleme mit dem Kettenspanner oder mit anderen Sachen. Deswegen, ihr habt ja alle ein Handy heutzutage, macht euch ruhig mal ein Bild davon. Erstmal 1000 Bilder mit dem Handy, wie sitzt der Stopfen drin und dann erst rausmachen, dann könnt ihr jederzeit nachgucken. Ich denke, das war es erstmal. Ich würde aber trotzdem gerne, komm, wir gehen mal rüber und gucken das nochmal am EA888. So, hier haben wir ja den EA888 Motor, das Prinzip ist ja auch identisch. Die mussten auch hier durchbohren für den Hauptölkanal. Hier sitzt zum Beispiel der eine Stopfen. Ja. Und hier unten zum Beispiel, hier habt ihr auch einen Ölkanal, ja, der ist für den Kettenspanner. Man sieht auch ganz schön, dass das nach oben geht auch. Wenn ihr den rausmacht und mal reinguckt, dann seht ihr, dass da noch eine Bohrung von da kommt. Deswegen ist es wichtig, dass ihr den zum Beispiel nicht tiefer reinsetzt als ist. Das ist das, was ich eben meinte. Ja, und im Prinzip passt auf, immer sauber machen alles, dass ihr euch keine Fehler einbaut und dann hält das Ding auch. Bis zum nächsten Video. Fertig, Ende.